Der sächsische Umweltminister hat einen vorzeitigen Braunkohleausstieg gefordert. Normalerweise wäre das Ende der Braunkohleverstromung 2038. Ein vorzeitiger Ausstieg kommt aus meiner Sicht aus zwei Gründen nicht in Frage. Der erste ist, wir haben überhaupt nicht genügend gesicherte Leistung derzeit im Stromangebot. Denn wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Da gibt es nur Gas, Kernkraft oder Kohle. Und es kann nicht sein, dass wir gesicherte Leistung aufgeben. Die viertgrößte Industrienation der Welt kann sich ja nicht vom Wetter bei der Energieversorgung abhängig machen. Und der zweite Grund ist, wir dürfen das Vertrauen der Menschen in der Lausitz nicht enttäuschen. Es gab die ganz klare Zusage, dass wir erst neue Industriearbeitsplätze aufbauen, bevor die Braunkohleverstromung beendet wird. Das ist noch nicht passiert. Und deshalb darf man nicht die Brücke abreißen, bevor die neue gebaut wird. Aus diesen Gründen kommt für mich ein vorzeitiger Braunkohleausstieg nicht in Frage.